vegan eigentlich eine Alles-oder-Nichts-Entscheidung, die man zu 100% durchziehen muss? Elisa ist vegane Fitnesstrainerin und hat vor ein paar Tagen gefragt, ob ich Lust auf ein gemeinsames Interview habe. Und wir haben uns über jede Menge Sachen unterhalten, unter anderem, wie vegan sollte man eigentlich sein? Was auch vegane Ernährung angeht, da werde ich halt auch oft gefragt, so ja, und isst du dann wirklich 100% vegan? Und dann kommt auch wieder innerlich wahrscheinlich in den Leuten dieser Druck hoch, okay, wenn ich mich jetzt entscheide, vegan zu leben, dann muss ich das sozusagen für immer machen. Und dann kommt, wenn ich mal was nicht veganes esse, dann kommt sozusagen, ich sage immer, die Veganpolizei kommt dann vorbei und verhaftet dich, weil du jetzt irgendwie gesündigt hast. Das ist ja auch letztendlich der einzige Mensch, der entscheidet, wie ich zu leben habe, das bin ich halt selber. Und wenn ich halt entscheide, okay, 100% vegan ist gerade nichts für mich, das kann ich gerade noch nicht umsetzen, sondern vielleicht nur 90% oder nur 50%, dann ist das halt auch erstmal okay. Ja. So, dann kommt halt keiner zu dir nach Hause und verhaftet dich, weil du irgendwas falsch gemacht hast. Ja, und ich denke, Menschen und Situationen sind halt auch total unterschiedlich. Und wenn man zum Beispiel sagt, ich habe zum Beispiel eine Weile in der ambulanten Pflege gearbeitet und da war das so, dass die Familien dann halt immer Essen gekocht haben und eingeladen haben. Und dann ist es halt auch so ein soziales Ding. Und wenn man dann immer sagt, nein und nein und nein und ich möchte nicht. Und dann hatte ich zum Beispiel einen Patienten, der bei seiner alten türkischen Mutter gelebt hat und die dann halt quasi immer so aus Dankbarkeit dann Sachen für mich gekocht und gebacken hat. Und sie hat dann verstanden, dass ich kein Fleisch gegessen habe, aber das ganze Vegan-Konzept war dann ein bisschen kompliziert, weil auch eine Sprachbarriere da war. Und dann habe ich auch die vegetarischen Sachen von ihr gegessen, weil ich das einfach für mich dann entscheide, dass das für mich wichtiger ist. So in dem familiären Umfeld zum Beispiel würde ich das niemals machen, wenn ich zum Beispiel meiner Familie zu Besuch bin, weil dann würden die, glaube ich, das nicht, den Unterschied nicht mehr nachvollziehen können, dann wärst du jedes Mal so von wegen, ja, da hätten, letztens hast du doch auch Kuchen gegessen, warum müssen wir jetzt extra für dich kochen? Und auch für mich selber, wenn ich sage, ich überlege immer so von Situation zu Situation, ob ich jetzt mich pflanzlich ernähre oder doch mal ab und zu ein bisschen Käse oder Ei oder sowas, dann überlege ich jede Situation, okay, esse ich das jetzt oder esse ich nicht? Und dann ist es für mich einfach weniger stressig zu sagen, außer in Ausnahmesituationen ernähre ich mich pflanzlich. Aber das ist eben meine Situation und so geht es mir damit am besten. Und wenn es anders wäre, dann würde ich es auch anders machen. Und ich würde auch nie jemanden verurteilen und sagen, du hast da hinten aber hier ein Ei gegessen. Das geht so nicht. Genau, ja. Das muss halt am Ende jeder für sich selber entscheiden. Und dann nimmt das einen halt auch wirklich den Druck. Also ich habe das bei mir zum Beispiel auch, dass ich jetzt niemals irgendwie bewusst sagen würde, okay, ich esse jetzt halt irgendwie jetzt Käse oder Fleisch oder ich kaufe mir sogar irgendwie was in die Richtung. Aber wenn ich zum Beispiel auch bei meiner Familie zum Frühstück eingeladen bin, meine Mama ist da immer ganz süß, die kauft halt gefühlt immer das ganze vegane Regal leer, weiß eigentlich gar nicht, was sie da gekauft hat, aber es ist dann immer so, Elisa, guck mal, ich habe das und das gekauft, ist da was für dich dabei? aber die Brötchen kauft sie halt normal beim Bäcker. Und da habe ich halt für mich auch entschieden, okay, ich lege ihr jetzt nicht auf zu sagen, ja, du musst aber auch darauf achten, dass alle Brötchen wirklich 100% vegan sind, weil manchmal sind da ja auch irgendwelche Spuren von irgendwas drin oder die sind mit Honig gebacken oder was weiß ich. Dann entscheide ich halt für mich halt auch, ja gut, ich esse halt die Brötchen und frage da jetzt nicht tausendmal nach. Ich hatte lustigerweise, ich weiß nicht, warum das gerade bei Bäckereien so ist, aber beim Bäcker ganz, ganz oft das Problem, dass sie nicht verstehen, was ein Brötchen ohne Tierprodukte ist. Also zum Beispiel so, ja, ist da halt irgendwie Ei oder Milch drin? Ich sage schon gar nicht mehr vegan. Ich sage, ist da Ei oder Milch drin? Dann immer so, ja, da ist Weizeneiweiß drin. Vegan? Da steckt Ei drin in Eiweiß. So. Dann sind sie immer sehr verwirrt. Deswegen habe ich mittlerweile mir tatsächlich auch fast abgewöhnt, beim Bäcker überhaupt immer nachzufragen. Ich meine, ich würde mir jetzt nicht ein Milchbrötchen kaufen oder so. Es liegt ja auf der Hand oder gerade auch sowas, was irgendwie Croissant oder Teilchen. Aber bei normalen Brötchen, ey, ich habe es mittlerweile aufgegeben. Das ist mir einfach zu viel Aufwand. Also mein Bäcker hat tatsächlich eine, also Schildchen dran, Zeichen dran, wo was vegan ist und was nicht. Das ist sehr praktisch. Ja, das ist, ich kaufe auch meistens, also hier in Hamburg gibt es ja den Nur Hier Bäcker, heißt der. Und die haben das tatsächlich auch deklariert. Da kaufe ich auch meistens. Ich weiß mittlerweile so 2-3 Bäckereien, da habe ich mich auch mal durchgefragt. Da bin ich auch teilweise wirklich mit dem hinter der Theke durch deren Buch gegangen. Auch so was Brot angeht. Da habe ich mittlerweile so meine Brotbrötchen-Sachen, wo ich weiß, ich bin auf jeden Fall vegan, aber eben wenn ich irgendwo zu Besuch bin oder so. Dann
Das ist manchmal einfach sehr stressig. Ja, und ich finde auch, was bringt es dann? Weil ich habe jetzt keinem Tier geholfen, wenn ich sage, nee, sorry, da ist jetzt 1% das und das drin, das esse ich dann nicht. Es gibt diesen schönen Spruch, vegan means I'm trying to suck less. So, es geht nicht um Perfektion, sondern dass es auch lebenswert ist. Also, dass man sagt, es beschränkt mich jetzt auch nicht in meinem Alltag. Genau, ja. Ich hatte tatsächlich auch einmal die Situation, da war ich bei Vapiano essen und habe eine vegane Pasta bestellt. Und ich weiß nicht, warst du schon mal bei Vapiano? Ja. Dann weißt du wahrscheinlich, oder auch da draußen, du wirst es wahrscheinlich, dass der Koch einen meistens nicht so gut versteht aufgrund des Lautstärkepegels. Ja. Und man meistens noch alles ziemlich laut und wiederholt sagen muss. Und ja, dann hat er halt mein Essen zubereitet und am Ende, ich habe halt extra gesagt, bitte ohne Käse. Und dann haut er da erstmal schön fettig Parmesan drüber. Und dann sage ich so, oh, ich wollte doch ohne Käse. Und dann sagt er, ah ja, blöd. Und dann war er gerade so im, dabei, das Essen wegzustellen. Habe ich gesagt, ganz ehrlich, gib mir das Essen, weil bevor er jetzt ein ganzes Essen wegschmeißt, dann nehme ich lieber das Essen, kann mir ein bisschen den Parmesan runternehmen und esse das. Er meinte dann tatsächlich, das finde ich ziemlich cool, nee, das Essen wird bei dir nicht weggeschmissen, sondern das geben die an Obdachlose raus, wenn das so ein Fall ist. Das heißt, er hat mir dann tatsächlich ein neues Essen gemacht. Aber wenn das jetzt nicht so gewesen wäre, dann hätte ich das auch wirklich genommen, bevor dann für mich wirklich so ein ganzes frisches Essen weggeschmissen wird. Das finde ich dann auch wieder doof. Ja, und ich denke, das ist auch okay, dass einfach man das für sich selber abwägt. Was ist einem jetzt wichtiger? Ne? Sagt man ja, Lebensmittel verschwenden oder dass es eben rein pflanzlich ist? Und gerade wenn du jetzt irgendwie nicht sagst, du bist laktoseintolerant und hast dann irgendwie eine krasse Reaktion darauf, ist es ja auch okay. Ja. Jetzt würde mich sehr interessieren, wie macht ihr das? Seid ihr super konsequent oder macht ihr Ausnahmen? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Unter dem Video findet ihr auch den Link zu Elisas Kanal und da könnt ihr euch auch das ganze Interview angucken. Elisa erzählt auch viel aus ihren eigenen Erfahrungen. Zum Beispiel hat sie früher ganz intensiv Bodybuilding gemacht und hat dadurch ein gestörtes Essverhalten entwickelt und erzählt dann, wie sie aus dieser Situation wieder rausgekommen ist. Ich fand das Interview super spannend. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ich verlinke euch das hier, also schaut mal gerne da vorbei. Ihr Lieben, ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht es gut und füttert euren Pflanzenhunger.